So, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Witcher 3 White Hunt. In letzter Folge sind wir zweimal draufgegangen. In dieser komischen Bergabbau, Schlag mich tot, irgendwas Gedöns. So dass ich gesagt habe, wir rennen da jetzt nicht noch ein drittes Mal hin, um da ein drittes Mal einfach zu verrecken. Und da habe ich gesagt, wir rennen einfach durch, werden aber nebenbei noch der Person in Not helfen. Was ich jetzt einfach mal so noch mit beschlossen habe, da müssen wir aber in die Richtung. Könnte ich. Ja. Jetzt machen wir da einfach mal eine Markierung. Wir müssen ja eh in die Richtung. Das Einzige, was mich auch ziemlich genervt hat immer, ist die ganze Zeit. Okay, warum hat er mir das jetzt angezeigt? Jetzt hat es mich voll aus dem Konzept gebracht. So eine Scheiße. Ich wollte irgendwas. Ich habe gerade den absoluten Faden verloren. Oh Gott. Verdammt! Oh ja, hier reitet noch einer mit dem Gaul rum. Zack. Na, das ist aber jetzt nicht nett, wenn du hier hängst. Oh, ernsthaft. Einmal mit einem fucking Bogen. Finde ich aber ehrlich gesagt gerade nicht nett. So, du kommst noch runter von dem Pferd. So, wenn du mir nicht weiter aus das steigst, genauso wie du. Oh, Gott sei Dank. Es war auf jeden Fall knapp, aber da hinten reitet noch einer von den Spinnern rum. Den werde ich mir jetzt noch holen, nicht dass der mich hier gleich stört. Aber vorher. Moment, muss ich den Timer anmachen. Oh, falsche Taste. Ich muss unbedingt das Zeug. Schlechte Idee. Oh. Scheint aber noch einer rumzurillen. Was ist denn mit den Leuten? Dann gibt es so viele. Ich bin fast in Level aufgestiegen. Es fehlt nicht mehr viel. Oh, Käfigschlüssel. Womit? Hm. Hast du auch noch ein Schwert bei dir? Alles mitnehmen. Ich. Wirklich alles mitnehmen. Alles, was ich verkaufen kann. Alles, was man verkaufen kann, nehmen wir jetzt so mit. Warte, was haben wir hier? Verzränkung. Meine gute Helge. Okay. Warte, wir wollen erst das Ding aufmachen. Und dann will ich mit dem reden. Wer erst reden?
Reden geht anscheinend nicht. Ich muss den erst rauslassen. Das ist natürlich auch doof. Warum kann ich nicht mit dir reden? Aufgeschlossen. Ja. Und jetzt? Ich kann wirklich, wieso kann ich mit dem nicht reden? Muss ich ernsthaft noch den dritten hier, also den letzten, umfechten? Wir ziehen dir die Haut ab. Reicht das? Das reicht. Und weg. So, jetzt sind alle tot. Jetzt ist er auch draußen. Wo ist der hin? Hallo? Ist der einfach abgehauen? Dieser Drecksack. Boah, ernsthaft? Hat der sich einfach verdünnisiert? Da läuft er. Warte. Ey, hast du eine Macke? Einfach hier wegzulaufen. Ich klatsch dich um. Suche meinen Stand bei der Brücke über den Ponta auf. Hab Waren für die Armee. Aber für dich mache ich eine Ausnahme. Okay. Schrecklich, diese Gefühle. Ich habe Narren sich erklönig, Herr Tisch. Nicht ich. Aber du entscheidest, wer passieren darf. Ah, du schon wieder. Willst du einen Schein? Ich mach dir einen Sonderpreis. Na gut. Mal sehen, was ich tun kann. Okay, stimmt. Es hat ja hier noch was mit den Ghouls. Die sind hier drüben gewesen, ja. Ach, da kämpfen sogar welche. Okay, aber... Dann würde ich sagen, wir meditieren mal ganz fix. Bis... Nee, naja, egal. Bis dahin. Okay, und wir speichern, falls sicher drauf geht, dass wir ja nicht jedes Mal sonst überlanden. Machen wir jetzt vorsichtshalber. Schnell speichern. So. Die fighten ja hier mit denen. So, jetzt haben wir den einen schon mal down. Okay, das waren dann anscheinend alle. Nimm dich vor den Ghoulen in Acht. Wir haben sie besiegt. Komm her! Jo, was gibt's? Arbeit für dich. Du siehst mir wie ein Hexer aus, hab ich recht. Was brauchst du? Ich will, dass meine Männer ihre Arbeit unversehrt verrichten können, aber ständig kommen uns diese Leichenfresser in die Quere. Beseitige sie, dann kriegst du was ab. Abgemacht. Ist die Quest jetzt nicht sogar schon fertig, dadurch, dass wir... Falsche Taste? Quest hier. Die Gewehrwolf in der Rost... Stufe 24. Oh ja, das ist... Könnte das sein? Sieht stark danach aus. Der erlaubt mich jetzt nur zu schlagen oder was? So, was haben wir hier? Moin. Na, aber nichts, ne?
erleichtert er mehr. So, 15 Kronen, naja. Besser als nichts. Gott, ja, Moment, ich muss. Das geht nur so auf den Zwirn. Das unbedingt rausnehmen, das ist. Packen wir jetzt direkt dahin. Jedes Mal nehme ich das. Das braucht kein Mensch. Also, jedenfalls jetzt nicht. Schwalbe, Schwalbe. Nehmen wir auch noch mit. Oh, kann das sein, dass die ganzen Leute hier drauf gekommen sind? Das ist wohl ein Offizier. Vielleicht hat er mehr. Okay, wir sind übrigens auch wieder ein Level aufgestiegen. Wir sind jetzt Level 5. Level 4. Level 5. Mach einen großen Bogen um Teufelssprung. Moment, du bist der Händler. Du bist der Händler, den ich gerettet habe. Kann man in der Einöde keine guten Geschäfte machen? Und zweitens? Und zweitens? Hör einfach auf mich und geh verdammt nochmal nicht hin. Kannst versuchen, sie alles zu Ende nicht, weil das schaffst du nicht. Wo ist eigentlich der Typ, den ich gerettet habe? So, hier komm her. Ah, du schon wieder. Willst du einen Schein? Ich mach dir einen Sonderpreis. Ich bin deinem Schwager schon begegnet. Die Monster habe ich auch getötet, aber er hat es nicht geschafft. Was? Willst du mich verkohlen? Vergiss mein Angebot. Ist vom Tisch, du Armleuchter. Ein bösartiger Menschenfresser bleibt sich gewaltig. Große Jalters mit riesigen Hörnern. Verscheucht er die hilft Kunden. Nur noch beten. Kann ich den gegebenenfalls irgendwo einschärfen? Genieß das Leben, Mutant, solange du kannst. Anscheinend nicht. Okay, nur weil der Typ draufgegangen ist, kriege ich von dem jetzt keinen Passierschein. Das ist natürlich auch cool. Jetzt muss ich aber kurz gucken. Muss ich da überhaupt hin? Ich glaube, ich muss da rüber, ne? Nee, da muss ich gar nicht hin. Ich muss genau in die Richtung. Okay, da setze ich jetzt nämlich mal auch in den Weg. So, und ich bräuchte da nämlich eigentlich auch mal einen Händler. Oh, die quatschen hier alle echt übel viel. Und auch sehr viel durcheinander. Das ist mega anstrengend. Und ich frage mich, wo gerade mein Pferd ist. Da ist es. Komm her hier. Lauf, Plätze! Wir müssen da hin. Ich kann natürlich auch die Quest dafür aktivieren. Nichts. Moment, das werden wir mal machen. Hauptquest, ne? Das. Plätze! Ich könnte natürlich auch den offiziellen Weg nehmen, aber... Mach langsam! Ja, mach langsam! Aber ich sehe schon, dass es sehr anstrengend hier voranzukommen, das war so. Hätte ich mir vielleicht noch den offiziellen Weg nehmen.
Na komm weiter. Coole. Mit dem wollte ich mich jetzt mal nicht anlegen. Ich will in der Zeit jetzt ein bisschen was schaffen. Sieht nach Deserteuren aus hier. Ernst hier. Jetzt muss der Bruder schon. Toll, da drüben wartet auch schon direkt was. Ach Gott, mit dem will ich mich jetzt aber auch nicht anlegen. Ich will jetzt eigentlich nur da irgendwie hinkommen, schnellstmöglich, um die Story noch ein bisschen zu machen. Wenigstens hinkommen. Dadurch, dass ich die Folgen so, naja, kurz halte, sage ich jetzt mal, sieht man nicht immer allzu viel. Muss ich leider des Öfteren den Kampf ausweichen. Tut mir mal jetzt auch sehr leid, dass ich das so machen muss. Kann ich hier nicht rein? Oder muss ich... Kann ich jetzt mit dem Ding hier irgendwo hinfahren? Jetzt stehe ich in so einem Boot. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich stehe jetzt in so einem Boot. Kann ich jetzt da hinfahren? Okay, anscheinend irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. Oh. Oh. Yo. Okay, Wie wär's? Komm. Laufen. Ein Sturm, verdammt. Okay, dann lass ich die Viecher und gehe da hin. Der da hochkommt. Ja, wir sind ja leider nicht in Skyrim, wo man gegebenenfalls überall hochklettern kann. Und nein, ich bekomme kein Geld dafür, dass ich jetzt so Skyrim erwähnt habe. Streitlustig, wie? Moin. Hast du's eilig? Ja, ein bisschen. Ich wieder unter deinem Stein. So, schönen guten Tag. Ich bin der Hausmeister. Halt, kein Durchgang. Ist in der Stadt die Pest ausgebrochen oder was? Pest? Nein, wir dürfen niemanden in die Stadt lassen. Befehl ist Befehl, nur mit Passierschein. Meinst du sowas hier? Lass mich mal sehen. Da fehlt ein Siegel, das rote. Nicht möglich. Das Ministerium für Bürgerschutz hat es wieder vergessen. Die kriegen gerade gar nichts auf die Reihe. Kommt vor. Na schön, du kannst durch. Du kannst passieren. Ich hätte nicht mal eigentlich die Quest von dem Typen machen müssen mit dem Passierschein. Ich habe einen. Das wusste ich immer nicht zu sein auch. Jeder, der ein bisschen aufgepasst hat in den letzten Folgen. Schwein. Wir hatten ja einen Passierschein. Ich habe die Quest eigentlich nur gemacht, weil es mich interessiert hat. So, jetzt haben wir auch so eine Schnellreise. Okay, in Belen. Wir sind jetzt in Belen. Das ist eine größere Stadt. Oh, was gibt's hier? Gibt's bestimmt so eine Haarschnellreaktion, oder? Du wirst ersticken an 3 Pfund Stahl. Du kannst mal deine Fresse halten, mit der redet ja auch keiner. So, haben wir hier Leute, bei denen ich
Zeug verkaufen kann. Ein paar Händler wären nicht schlecht. Ja. Was mit dir? Bei dir kann ich nichts verkaufen, das ist schlecht. Warte mal, bei dir ja kann ich aber was verkaufen, oder? Alles zu mir! Zu mir! Nee. Versuch nicht zu stören. Mit wem kann ich denn hier handeln? Hm? Hey! Na los, nicht lange gefackelt, zugegriffen! Hey, warum kann ich hier mit niemandem handeln? Hallo. Ganz ruhig jetzt! Alte Taste, ich möchte das ganze Zeug, was ich habe, verkaufen. Wie sieht's aus? Irgendjemand? Da gibt's einen Rüstungsschmied. Der möchte doch bestimmt Zeug haben. Der kann ich doch bestimmt auch handeln. Halt dich von mir fern! Ja, ist ja gut, hör auf zu meckern, Alter. Die besten Waren. Die schlechte Schissen je nach was? Du musst da wahrscheinlich irgendwie rein in die Hütte. Wie komme ich da rein? Oder muss ich hier lang? Es ist zu feucht, es ist zu feucht. Es regnet, natürlich ist es da feucht. Ah, jo. Was keiner drin hat, fällt das glaube ich nicht auf, wenn wir das jetzt hier einfach mal mitnehmen. Ich nehme jetzt ja alles mit, was ich jetzt so finde und verkaufe das dann an irgendjemanden weiter. Wenn es dann endlich mal jemanden gibt, der hier mit mir handeln möchte. Ich möchte zu diesem Rüstungsschmied irgendwie. Ne, hier stehen wir zu viele drin. Den kann ich nichts mitnehmen. Warum komme ich? Ah, einen wunderschönen. Sei gegrüßt. Nanu, ein Hexer. Irgendwas sagt mir, dass ich etwas Interessantes zu tun bekomme. Sieht nicht so aus, als hättest du zu wenig zu tun. Ach, das? Ein Auftrag der redanischen Armee. Aber Spaß macht mir der nicht. Es ist immer wieder das Gleiche. Erfordert kein Geschick. Willst du dein Handwerksgeschick perfektionieren? Natürlich. Mit dem Handwerk ist es wie mit der Liebe. Verfällt man in einen Trott, kriegt man es erledigt, aber Begeisterung erntet man nicht. Also, hast du irgendwelche Spezialaufträge für mich, damit ich in Form bleibe? Wir reden noch von Rüstungen, richtig? Klar, wovon denn sonst? Erstmal will ich die Ware sehen. Lass mal sehen, was du anzubieten hast. Ein bisschen was verkaufen und gegebenenfalls auch was einkaufen. So, erstmal. Ist ja was für Glück an, ja. Viel bekomme ich dafür nicht, sehe ich schon, aber. Dafür bitte. Das ist ein Witz. Aber hier haben wir natürlich ein bisschen was, ne? Schmettern. Benötigt Stufe 6. Natürlich sogar was Blaues. Verbrennresistenz, Aufschützenresistenz, Schmetternresistenz. Mhm.
Ist natürlich alles nicht ganz so verkehrt, also. Reines Silberplunder. Das Problem ist, du kannst das ganze Zeug zerlegen und das kannst du vielleicht sogar auch dann gebrauchen, wenn das heißt Handwerk. Besserung zerlegen, hier zum Beispiel, wir können ja mal kurz drauf gucken. Wo ist denn der Kram? Ah, okay. Warum kann er das? Ach, das ist dann bestimmt nur, wenn ich eine Waffe haben möchte. Das ist jetzt nur Rüstung. Stahlbahn. Daraus macht er dann Stahlbahn. Daraus macht er auch Stahlbahn. Was hat das mit der Zahl 900 da oben zu tun? Die Kröten, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das bezahlen muss oder ob der dann dadurch Erfahrung kriegt. Mal ganz kurz reingucken. Also wenn ich dafür jetzt 900 Kröten kassieren würde. Würde ich das eher verkaufen, das Teil. Das war diese komische Kerzenleuchter, ne? Aber ich glaube, alles was rot ist, kann man ja Gegenstand nicht verkäuflich, ja. Kann man ja nicht verticken. Ja. Okay, dann fragen wir mal. Du hast Glück. Ich habe wirklich einen Spezialauftrag für dich. Wunderbar. Glaub mir, du wirst zufrieden sein. Okay, also es ist eigentlich, Rüstung kann er mir nicht direkt herstellen, sondern erstmal nur das ganze Material zwischendrin. Oder hier halt, aber da fehlen noch mega viele Zutaten und das ist am Ende auch nicht das, was ich brauche. Und mehr habe ich glaube ich auch nicht, was ich machen könnte, ne? Beziehungsweise was ich ihnen im Auftrag geben könnte. Naja gut, wir haben erstmal das verkauft, was wir wollten. Und ich werde jetzt hier auch erstmal eine Aufnahmepause machen. Wenn euch auch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Däumchen da, würde mich darüber sehr freuen. Ansonsten über ein Abo würde ich mich noch mehr freuen. In die Kommentare könnt ihr reinschreiben, wo ich gegebenenfalls sogar ein bisschen mehr Geld rankriege, als das, was ich jetzt habe. Ich brauche ganz dringend Geld, wie man sieht. Ich brauche neue Rüstung, ich brauche ein neues Schwert. Wir kommen jetzt nach und nach immer weiter. Wir müssen uns jetzt auch langsam weiterentwickeln, was halt Rüstung und Schwerter betrifft. Das könnt ihr auch gerne in die Kommentare holen. Ansonsten, es ist Freitag, Jungs und Mädels. Es ist Wochenende, wenn ihr das hier seht. Von daher, ich wünsche euch ein angenehmes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.